Moin Leute, da bin ich wieder. Heute geht es bei mir um das Thema Sky und the Zone und ich wollte heute mal schauen, was Sky und the Zone pro Monat kostet. Jeder kennt ja von euch ja the Zone, die haben ja sehr, sehr viele Rechte. Die haben ja die Bundesliga-Rechte, die Champions League-Rechte, La Liga-Rechte, Serie A, Liga A. Dann die Frauen-Bundesliga, die UEFA Champions League, FA Cup, dann den englischen Pokal, dann die Coppa Italia und wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Rechte, NBA, Nations League, UFC. Also sie haben wirklich sehr, sehr viele Rechte der Sportanbieter DAZN. Und ich bin jetzt auf der Seite von Sky gelandet. Da gibt es einmal hier diese drei Tarife. Da gibt es einmal hier den Tarif für 20 Euro, also nur Sport, Bundesliga für 25 Euro und einmal Sport und Bundesliga für 30 Euro. Man kann DAZN auf jeden Fall auch mit dahin zu buchen. Und zwar ist mir eben was aufgefallen. Wenn ich jetzt nämlich hier drauf klicke, also wenn ich Sport und Bundesliga nämlich beides haben möchte, drücke ich dann hier auf Weiter. Ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen. Da gibt es einmal hier Sky Entertainment, Sky Bundesliga, Sky Sport. Und also das, was man bei Sky gucken kann, kostet monatlich 30 Euro. So, sag mal so. Ist schon teuer. Ab dem 13. Monat 44,50 €. Und jetzt fragt Sky mich, wollt ihr DAZN mit dazu haben? Drücke ich auf Auswählen? Ja. Weil ihr wisst ja, DAZN und Sky zeigen ja beide die Bundesliga. Bei DAZN ist es ja so, die zeigen ja die Freitagsspiele und die Sonntagsspiele. Die Spiele von Samstag, die Rechte hat Sky. Bis einschließlich 2025. Genau, und ihr seht, wenn man sich Sky und DAZN zusammen bestellt, das seht ihr ja hier oben, also ihr habt da hier Sky, das komplette Sky Entertainment, Sky Bundesliga und DFB-Pokal, Formel 1, die Premier League, wirklich alles mit dabei. Die Samstagsspiele exklusiv bei Sky und sogar auch die zweite Bundesliga. Und ihr habt ja eben gesehen, dass ich darauf weitergeklickt habe. Auf DAZN wollte ich auch mit dabei haben. Und genau. Was wollte ich? Genau, ich muss nochmal eins zurückgehen. Genau. Und ich habe ja DAZN auf jeden Fall auch da mit reingeklickt. Und da seht ihr ja diesen Haken ja hier. Und ihr seht unten den Preis für 59,99 €. Ich sag mal so, früher gab es das für 39,99 € im Monat. Und ihr seht, ab dem 13. Monat kostet das 90 Euro. Also, ich finde das echt sehr, sehr viel Geld, muss ich ehrlich gestehen. Ja, hier sieht man auf jeden Fall nochmal die Gesamtkosten. Das ist dann Sky Sports, Sky Go, Sky Bundesliga, Sky Entertainment mit dabei. Es ist wirklich gut, Discovery Plus ist mit dabei, ein Jahr gratis. Aber diese Preise, also ich finde das wirklich sehr, sehr erschreckend, wie diese Preise sich entwickelt haben, nur um Fußball zu schauen. Egal Premier League, La Liga, Serie A, das wird eigentlich mal ganz gerne geguckt. Aber diese Preise, ne, ich sag mal so, für 59 Euro, ja, so ein bisschen happig. Sagen wir für 45 Euro, der alte Preis für 39 Euro habe ich auch mal ein Video mal darüber gemacht. Aber für diesen Preis ab dem 13. Monat, für 9, also für 90 Euro fast,
ist das wirklich sehr, sehr viel Geld. Das wollte ich euch einfach mal euch mal zeigen. Und Sky ist sowieso generell teuer. Und da will ich mal die Finger davon lassen. Es ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Und ich persönlich würde mir das nicht holen, weil das einfach wirklich, das sind Preise, die können sich kann sich kein Schwein mehr erlauben. Es sei denn, man will es haben, dann kann man sich das holen. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel Geld. Und genau. Das war es dann auf jeden Fall auch wieder von mir. Und ihr seht auf jeden Fall auch, was Sky und DAZN pro Monat bei Sky kostet. Erstes Jahr 59,99 € und ab dem 13. Monat 89,49 €. Heute ist der 21.03.2024. Das sind die aktuellen Preise auf der Seite von sky.de. Ich sage immer so, lieber die Finger davon lassen, weil das ist echt, das sind wirklich Preise, wo man sagen kann, eine absolute Unverschämtheit. Das war's wieder von mir und da würde ich mal sagen, macht es gut und auf Wiedersehen.